So, hallo und herzlich willkommen zu einem extrem kurzen Video schnell. Nehme ich jetzt auch nicht mit einer normalen Kamera auf, sondern schnell hier über diese komische Kamera hier direkt gleich hier gleich direkt genau. Er kennt da sicherlich noch hier diesen 95 PC. Jetzt wieder habe ich hier das Mainboard mal versucht zu retten. Das da hinten hält hoffentlich. Kann man hier zoomen mit der Kamera? Ja, kann man sogar. Ist leicht schon leicht kaputt, aber es hält zum Glück noch. Da muss man halt wirklich gut aufpassen. Zur Not weiß ich nicht, wie man das befestigen könnte, wenn es abbricht irgendwann. Aber man sieht, der Lüfter geht, es mit dem Kühler funktioniert. Das ist aus dem anderen Port. Das war, glaube ich, aus dem Windows 2000 Port jetzt. Das hat hier glücklicherweise gepasst. Den Original wollte ich jetzt hier nicht suchen unbedingt. Da ist ein bisschen mehr Kühlung vielleicht dann drauf, weil der Kühlkörper größer ist. Dieses Ding wird sehr warm, aber man kann es noch anfassen. Es geht. Aber ja, okay, aber es funktioniert. Also wir haben auf jeden Fall Bild. Kennen wir ja schon und es ist auch gut so. Ja, und das ist ja der dieses ADX-Stecker hier. Das andere hat es nicht gehabt. Man könnte hier auch natürlich auch so einen Pin-Anschluss also nur noch anschließen, aber wo man sowas, wie man das machen kann, das wollte ich nämlich bei meinen anderen Windows 95 machen, und zur Not nehme ich nämlich dem anderen Anschluss nämlich. Das ist ja ganz praktisch, aber ich glaube, da muss man, weiß nicht, wie das jetzt hier ist, wo man da was jumpern muss. Ich wollte eigentlich dieses Netzteil hier nehmen, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert, richtig einzuschalten. Damit lässt sich es einschalten. Ich probiere mal aus, ob es überhaupt sich ausschalten lässt. Nein, geht nicht. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich habe den Reset-Knopf hier erwischt. Ah, okay, müsste ja nur mal rumprobieren. Weiß man nicht, aber ich hoffe nur, der macht es nicht kaputt. Ah! Ist das der An- und Ausschaltpin hier? Jetzt lässt sich es nicht mehr einschalten. Das ist ja toll. Aber wir haben es jetzt nicht kaputt gemacht. Ich wollte jetzt auch nicht so ein langes Video machen. Ah, da muss ich wahrscheinlich. Es muss ich bloß den Stecker noch mal kurz ziehen und wieder einstecken. Dann müsste es vielleicht wieder gehen. Vielleicht habe ich auch einen Kurzschluss gerade gemacht. Oder wie gesagt, ich habe jetzt hier auch keine Ein- und Ausschalter dafür leider. Das müsste ich erst wieder einen holen und wieder richtig anschließen irgendwie. Ich glaube, das war ein kleiner Kurzschluss. Ja, das darf man nicht machen. Dann mache ich das, glaube ich, sonst kaputt. Da muss ich echt aufpassen. Okay. Bevor ich das kaputt mache, lasse ich da jetzt lieber die Finger davon weg. Na. Oh Gott. Sehr gut, aber es geht. Gut, mehr wollte ich jetzt auch gar nicht machen. Ein Video nur mal kurz mal demonstrieren, dass ich das Mainboard hier vielleicht noch mal eine Chance habe zu probieren, das zu installieren. Wie gut, ich weiß leider nicht mehr, wie hier das Zeug da angeschlossen war. Das ist das Problem. Das muss ich noch mal genauer auf dem Bild angucken, wo ich aus den Videos immer nachgeschaut habe, aus die anderen. Zur Not nehme ich hier einfach den Original An- und Ausschaltknopf irgendwie. Das wird dann schon gehen. Muss ich mal ja nicht unbedingt an dem Gehäuse das Original Schaltvorrichtung haben. Kann mir auch noch dann sowas nehmen und sich selber machen, vielleicht auch selber basteln. Na, wo liegt jetzt sowas? Jetzt hatte es jetzt. Oh, ich hatte es doch gerade hier liegen. Zur Not hier vielleicht auch mit solchen Dinger machen. Kabel dran. Für den Reset-Knopf und für den. Müsste ja hier auch klappen, sonst wäre das ja ein Schmarri. Vielleicht klappt es hier auch bei dem Board, aber bin ich mir nicht sicher. Und das war's. Ich sage mal danke fürs Zuschauen. Oh, euer Elvin, wenn's will, U-Bahn-Bus-Tram-Fan 0911.